Genau, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz aus dem Spiel FC Zürich gegen Le Mans. Wie immer möchten wir die beiden Head Coaches fragen und ihre Stimmen zum Spiel abholen. On est vu avec un plan de jeu qui était très clair. Je suis aujourd'hui très satisfait de la prestation des joueurs par rapport à ce qu'ils avaient mis en place, leur façon de se battre, leur façon de pouvoir maîtriser les attaques adverses. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait une excellente prestation par rapport à ce qu'on avait élaboré comme plan de jeu. Oui. Ja. Wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und nicht das Spiel machen können oder gemacht, was wir normalerweise machen. Wir haben zu behäbig, zu langsam, zu phlegmatisch gespielt und sogar noch einen Gegentreffer kassieren müssen über den Standard. Und dann, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, haben wir auch schnell den Ausgleichstreffer erzielen können, aber am Schluss haben wir ein bisschen die Ruhe und die Geduld verloren. Wir sind zu hektisch geworden und haben uns ein bisschen anstecken lassen. Le Mans war sehr aggressiv, das wussten wir. Sie sind eine sehr aggressive Mannschaft und wir haben uns am Schluss aus der Ruhe bringen lassen von gewissen Szenen, die wir so nicht durchlassen dürfen. Wir müssen cool bleiben, wir müssen unser Spiel durchziehen und das haben wir nicht gemacht. Deswegen verlieren wir jetzt diese zwei Punkte zurecht. Wir müssen uns überlegen, was da nicht was genau oder gesehen und gelaufen ist. Fragen an den Trainer? Dann danke ich Ihnen fürs Kommen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.